willkommen auf Herkom TV. Heute wollen wir mal die Gelegenheit nutzen. Es ist ja schon ein bisschen was vom Jahre vergangen. Ein Monat. Nicht mehr? Was haben wir denn heute? 6. Februar. Echt? Heute. Was? Ein Monat erst? Weil es ist erst ein Monat um, aber es ist schon wieder so viel passiert. Und dann wollten wir mal ein kleines Resümee ziehen. G ist in Berlin. Nee. Bist du dumm oder so? Sag auch mal was. Das Jahr fing an, klar, mit Silvester logischerweise, aber dann direkt am 4. Januar haben wir ja schon diesen Vodafone-Spot gedreht. Ach so, ja, echt so vor, das haben wir am 4. gedreht. Und dann, 3 Monate her ist schon wieder. Und das ist auch so krass, wir haben das war so sau spontan alles, wir haben es am 4. gedreht und am 15. musste das schon fertig sein, weil es dann gesendet wurde. Was ist noch so passiert, Freunde? irgendwas war noch. Wir haben uns letztens erst mit allen Leuten noch von der Gangtour getroffen. Liebe Friends, die wird ja im Mai stattfinden und ich glaube, das wird ein echt nice Event. Ist auch schon wieder nicht so lang hin, ne? Ja. Ist schnell auf jeden Fall. Februar, März, April, Mai. Boah. Im Mai habe ich Geburtstag, liebe Freunde, weh, ich bekomme keine Geschenke von euch. Also hast du auf der Gangtour Geburtstag? Ja, Jan auch. Jan auch, ne, ja. Auch die TubeCon am 20. Februar, boah. Dieses Jahr wird es richtig viele Gelegenheiten geben, uns zu sehen. Ja. Was uns persönlich ganz, ganz doll am Herzen liegt, ist das Thema Musik. Ihr wisst es, Jan ist gerade nicht hier, der ist gerade in Berlin. Wir wechseln uns seit 4 Monaten oder so oder 5 Monaten länger schon. Ja. Fahren wir immer mal wieder hoch, also immer irgendwer von uns, mal der Django, mal ich, jetzt Jan, und besuchen den guten Bistram im Studio und basteln da an Sachen rum. Liebe Freunde, diesmal wird es ein bisschen anders, denn Songs werden viel persönlicher. Da wird in den Songs unsere Vergangenheit so verarbeitet, Dinge, die wir erlebt haben. Es ist jetzt nicht so, dass einer jetzt einen kompletten Song gemacht hat, sondern der halt da war, hat mit Bistram zusammen und dem guten Elias die Beats gebaut. Mal eine Hook angerissen oder meistens aber eher ein Part geschrieben und hat halt dann für die anderen beiden die Strophen die Basis, offen gelassen. Genau. Das Fundament geschaffen. Genau, aber damit jeder halt da seine Note mit reinbringt, hat dann jeder halt seine offenen Slots, die er dann sozusagen dann für sich zusammen mit Bistram dann erarbeitet. Aber ihr merkt schon, wenn das jetzt so thematisiert wird, kann es eigentlich nicht mehr lange dauern. Ja. Ho, 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 ho. Freunde, ansonsten, die erste Hälfte des Jahres ist immer so mega lang, wie mein Pimmel, und die zweite Hälfte geht immer sehr schnell vorbei. Ich finde aber, in dieser zweiten Hälfte des Jahres passiert so viel mehr. Ja, da passiert auf jeden Fall immer mehr. Ja, aber schauen wir mal, Freunde. Gucken wir mal, was die erste Hälfte dieses Jahres passiert. Wir sind auch am Überlegen, jetzt so seit ein paar Tagen, ob wir dieses Jahr, beziehungsweise direkt Anfang nächsten Jahres, eine eigene Tour komplett spielen. Aber Freunde, das steht noch nicht fest. Da sind wir noch am Überlegen. Nächste, wie hieß es? Affenbanden-Tour? Oder wie? Achso, die letzte Tour war ja 2014. Affenbande und Tour war das. Und das war das war keine richtige Tour, sondern eher so eine Club-Tour, wo kleine Hallen sind. Und diesmal würden wir halt eine richtige Tour machen, wo größere Hallen gefüllt werden könnten. Also wir wollten bei der ersten damals halt, also wir hätten größere Hallen füllen können, schon. Aber wir haben da halt geguckt, ja, erste Mal Tour, erste Mal Stunde 20 Bühnenprogramm machen, bla bla. Deswegen wollten wir das halt klein halten. Aber wenn, ja, wir sind am Überlegen, ob wir jetzt halt wirklich eine richtige Tour spielen. Wer weiß das schon, Freunde? Ja, schreibt mir die Comments, wenn wir mal rumkommen sollen. Ansonsten, liebe Freunde, hoffen wir natürlich, euch hat das Video gefallen. War jetzt nur so ein Ankündigungsvideo. aber es ist TV von ihr. Wir haben so ein neues Feature. Und zwar könnt ihr jetzt an alle Handy-User auf die zweiten Links in der Beschreibung klicken und dann kommt ihr direkt auf unsere Snapchat-Profile. Folgt uns da. Snapchat. Ansonsten, wir waren heute boarden ein bisschen. Wir waren heute morgen mal wieder draußen, Video. Weil ihr seht, hier scheint die Sonne. Ja. Und dazu kommt morgen ein Video, das werden wir jetzt bearbeiten. So wie letztes Jahr mit Slow-Mo-Takes und so. Ihr wisst es da draußen. Okay, so, ich würde sagen, das war's für heute, liebe Freunde, lieben. Schönen Samstag, geht feiern. We see us. Tschüss.